der wäre weg. Wie gesagt, hier müssen wir jetzt noch mal ein bisschen fluten. Da hole ich mir noch mal ganz flugs einen Eimer. Die Birke hier übrigens, die sehe ich auch noch nicht so wirklich wachsen, ne? Die müsste eigentlich mal hier irgendwann in die Höhe schießen. Ah, mal sehen, was wir hinkriegen. Oh, muss mich mal wieder entfalten. Mein Rücken ist schon ganz krumm hier, weil man ja immer so ein bisschen nach vorne geneigt sitzt, um ins Mikro zu sprechen. Was wollte ich jetzt in Eimer? Oh. Ach, hier haben wir sogar noch einen Wassereimer, nehmen wir doch gleich den. Guck mal, ich kann genauso springen wie du. Oder Nuss. Ja, prächtig. So. Ups. Jetzt haben wir's. Okay. Gleich mal wieder ein bisschen Rekultivierung machen hier. Ein bisschen zupflanzen das Ganze. So, warte mal. Ich hatte doch noch irgendwo einen angefangenen hier. Ja, genau. So soll es nicht sein. Ach komm noch, hör doch auf. Du mich doch jetzt nicht verarschen hier die letzten paar Minuten. Kleinen Wasserweg hier rüber. Eine kleine Landbrücke. Eben nicht Landbrücke, sondern. Ja, naja, ein Steg halt. So, da müssen wir mal gucken. Da drüben ist nämlich dann irgendwie auch wieder so ein kleines Stückchen Schlucht, wenn ich mich da nicht verguckt habe. Müssen wir mal prüfen, wo es da schon wieder runter geht oder ob das so ein Nebenzweig ist. Weiß ich gar nicht mehr. So, ja, und ab hier könnten wir schon wieder Kies. Ach, hey, uha. Wo geht's denn da runter? Hey, Eli. Okay, cool. Schön. Jetzt muss ich bloß mal gucken, wie ich am besten hier rüberkomme. Vielleicht hier so lang, ja, ne? So passt das doch ganz gut. War schon gut, dass wir ein bisschen mehr Cobblestone mitgenommen haben, glaube ich. Okay. Ich hatte das jetzt gerade getriggert, weil ich hier irgendwie eine ungerade Zahl habe. Dann machen wir es doch so. Nicht. So, ist runtergefallen, ne? Ah, da liegt er. Okay. Okay. So, ich mache das ja erstmal vor, sieht zwar ein bisschen zu. Hier gleich werden wir noch ein bisschen Schnee wegmachen, wenn wir schon mal dabei sind.
Guti. Guti, guti. Da wollen wir hier mal eine Fackel an den Baum pflacken. Und dann geht das hier weiter. Relativ nahtlos. Ich hoffe, dass wir dann auch auf der richtigen Höhe bleiben. Sogar noch eine kleine Unterführung hier. Weil den Berg hier, den will ich jetzt nicht extra wegbuddeln. Vielleicht mal irgendwann. Erstmal nicht. Aber mal gucken, wo wir rauskommen, ne? Ich hoffe, dass wir an der richtigen Stelle kommen. Irgendwo muss es doch jetzt hier mal Schluss sein. Mal so weiter hier, damit wir es sehen. Ah, da ist es schon. Okay. So, und dahinter ist eigentlich der Weg. Ja, und das ist genau die richtige Höhe. Optimal. Ja, Schwein, Schwein. Entschuldigung, Entschuldigung. So, das müssen wir natürlich noch wegbuddeln, damit das hier dann geebnet wird. Soll ja alles Cobblestone werden, damit es auch noch als Weg erkennbar bleibt. Boah, shit, Alter. Ich verpasse mich hier wirklich ein bisschen mit der Zeit, aber gut. Nehme ich in Kauf. Ich nehme es in Kauf. Für euch. Schaufel kaputt. Kommt mir vor, gerade wieder wie unten in der Mine. Das wären wir nie weg gewesen. Hier können wir auch völlig gewissenlos einfach nach vorne laufen, was wir uns da unten tunichst nicht getraut hätten. Naja, hier guck mal. Da haben wir sogar noch Platz für ein bisschen Eisen, ne? Schön. Na komm, mach. Jetzt kommt die chronische Ungeduld langsam nämlich durch. Mal aufpassen. Gleich noch ein bisschen Schnee wegmachen. Wenn wir schon mal dabei sind, ne? Passen wir das hier auch gleich mal alles an. Geht auch, glaube ich, bloß bis hier hinten und dann ist schon nämlich Schluss. Das sind hier so die letzten Quadratmeter, wo es geschneit hat. Viel weiter hinten haben wir nämlich nichts mehr gemacht. So, tatsächlich das Inventar voll, ne? Weil Schneebälle und so. Coole Geschichte, du. Machen wir gleich mal Schneeblöcke draus hier, damit das aufhört, der Spaß. Ja, nee. Goodie.